Weiter geht's. Nehmen wir uns hier, Strecke mal davor, da vorne. Nicht langsam an. Bring den Wagen einfach an einem Stück an den Start. Sag mal, all diese Trophäen. Bist du ein Racer? Nein, mein Vater war einer. Roberto Rivera, Mr. Clean. Er hat den gelben 67er Camaro selbst wieder aufgebaut und ist damit zum Champion geworden. Von ihm habe ich die Werkstatt. Er war offenbar gut. Ja, ich denke, das war er. Moment, Plakat will nicht zerstören. Ist eine Riesensache. Ah ja. Er ist auf jeden Fall gut fürs Geschäft. Und als Racer kann man eine Menge Geld verdienen. Das könnte ich gerade gut gebrauchen. Da fehlt mir aber die genau Geschwindigkeit für. Andere in der Stadt. Wenn du so weitermachst, ist bald nichts mehr von dem Wagen übrig. Du solltest langsam mal zu dem Rennen fahren. Check die Karte, falls du es nicht findest. Ach, tick zu niedrig. Nett zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Fährst du auch mit? Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger, falls du aus der Übung bist. Ja, ja, du bist lustig. Super lustig. Überleg dir einfach. Wir sprechen uns nach dem Rennen. Viel Glück. Keine Absicht. Shit. Ein bisschen rausgedriftet. Hast du Motorprobleme? Oder ich habe aber noch nicht die Leistung. Das wird eine ganz enge Nummer.
Nimm dir ein Beispiel an mir. Nicht übel. Ich glaube, du kommst hier klar. Aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. Pass auf. Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Ich habe leider keine mehr auf Lager, aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen. Und ich baue es dir dann ein. Die Sache mit dem Showdown ist die. Um mitzuhalten, musst du deinen Wagen aufrüsten. Und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning-Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Er ist geschlossen? Ich dachte, diese Stadt lebt fürs Racing. Ja, aber heute findet alles auf den Straßen statt. Da braucht man kein Raceway mehr. Ich höre euch da drin doch. Lass gut sein. Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn? Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sag ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Ich bin Anna. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich bei dir. Zu den Keys fahren. Es gibt eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Muss ich jetzt irgendwie den Shop mal benutzen? Hey, Dex hier. Ich habe deine Nummer von Lucas. Oh, hi. Hör zu, falls du an deinem Können feilen willst. Ich veranstalte manchmal abseits des Showdown ein paar Trainingsrennen. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lucas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. Okay, ich muss sagen, jetzt mal. Rein. Schau mal nicht.
Gut, dann fahren wir da hinten hin. So, das war diese Reklametafel. Dann muss ich halt da unten hin zu der ollen. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Cool, dann mal los. Wo fahren wir hin? Am Strand findet ein Rennen statt für die ganzen neuen Gesichter in der Stadt. Da kannst du zeigen, was du drauf hast. Bieg hier links ab. Pass auf dein Lack auf! Dann fahr sie mal vor. Dieses Rennen ist eine Chance, mir einen Namen zu machen? Ja, ohne kommst du hier nämlich nicht weit. Du willst die Showdown-Kohle in bessere Teile stecken oder zu mehr Rennen eingeladen werden? Dann müssen dich die Leute kennenlernen. Und das schaffst du nur in der Nacht. Wird Lucas auch da sein? Nein, der steckt unter irgendeiner Motorhaube. Er hat einfach keinen Mumm mehr. Was soll der Scheiß, Rivera? Glaubst du, ich krieg's nicht mit, wenn hier ein Rennen steigt? Ich hatt's gehofft, Kenny. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger kriegen von mir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speedboys. Das erklärt, warum der Wagen so rutscht. Nervt, wenn Typen wie du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Schon angenehmer. Wer auf diesen Straßen fährt, ist Freiwild. Hast du gehört, Greenhorn? Redet ihr mit mir? Und wie ich mit dir rede. Ich bin hier die Numero Uno. Vergiss das ja nicht. Hat er echt Numero Uno gesagt? Hat er.
Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Wow! Jetzt nach rechts. Wir sind fast da. Muss ich noch was wissen? Fahr das Rennen, dann reden wir. Alles klar. Dann zeig mal, was du... Na, dann schauen wir mal. Ich versuche dich während des Rennens zu filmen. Ich hoffe, du kriegst mein Heck gut drauf. Schieb ab, Kenny. Das ist der zweite schon mal weg. Hör zu, wenn du driften willst, versuch bei der nächsten Kurve einfach voll aufs Gas zu gehen. Ich setz dir im Nacken! Jetzt muss ich mir den Typen da vorne noch holen. So, Digga. Das war mal Platz für Papa. Los, hol dir den Sieg. Ich beschäftige die anderen. Wir haben's. Ich habe krasse Shots vom Rennen. Ich kann's gar nicht erwarten, sie zu posten. Yo, guck mal da. Gefallen dir welche? Jeder einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die League. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Rennen, Zubehör. Du fragst dich, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Es heißt, Lucas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Alle Einheiten. Uns wurde ein Straßenrennen gemeldet. Zielfahrzeuge waren zuletzt nahe Westzeit unterwegs. So, okay. Ich brauche mal ein Tuning laden. Scheiße, wir müssen hier weg, bevor die Cops auftauchen. Ich schick dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen können. Ich fahr zu einem in Eden Shores und bearbeite deine Highlights. Schade, ich hatte echt Spaß. Du kannst auch weiter rennen fahren, wenn du willst. Es gibt nur eine Regel: Wenn die Cops kommen, häng sie ab. Sonst machst du dir nie einen Namen. Ja, machen wir mal Feierabend. Oh.